Ja, willkommen bei Drehmoment im NIO ES6. Ein chinesischer SUV. NIO wurde 2014 in Shanghai gegründet und hat im Sommer 2018 das erste Auto, auch ein SUV, den ES8, auf den Markt gebracht. Den durfte ich im vergangenen Sommer schon mal testen. Ich verlinke nochmal zu dem Video. Und dann im Sommer 2019 kam dieser hier, der ES6, der etwas kleinere. Der ist gerade mal 17 cm kürzer. Und für September ist angekündigt der EC6. Auch wieder ein SUV, aber mit einer Coupé-artigen Dachlinie. Ja, warum so viel SUV? Ich vermute mal, es liegt daran, wie auch hier in Europa, es ist einfach das Fahrzeugsegment, das die höchsten Zuwachsraten hat. Und darum setzt dieser chinesische Hersteller auch auf das SUV-Format erstmal. So, NIO hat jetzt gerade kürzlich etwas Neues angekündigt, nämlich BaaS, Battery as a Service. Und zwar wird das Elektroauto von der Batterie getrennt und als separate Einheiten verkauft. Und die Batterie mietet man, denn NIO hat ein Wechselsystem. Man kann aus dem Boden die Batterie rauslassen und gegen eine volle austauschen. Und das macht NIO nicht allein. Sie haben dafür die Battery Asset Company gegründet mit drei Partnern. Unter anderem ist CATL, der große Batteriehersteller, mit von der Partie. Und die übernehmen dieses ganze Management der Batterien. Und mit denen schließt man auch den Leihvertrag und zahlt dann umgerechnet 120 Euro im Monat und bekommt eine 70 Kilowattstunden fassende Batterie. Und NIO betreibt bereits 143 Wechselstationen in 64 Städten. Das ist ein großer Container, der braucht ungefähr den Platz von drei Autostellplätzen. Und da wird der Wagen rückwärts reingefahren, dann ein Roboterarm schraubt die Batterie los aus dem Boden, nimmt sie nach unten hin raus und ersetzt sie durch eine volle. Also in diese Station passen 5 Batterien. Man kann vorher in der App gucken, wo ist eine Station, sind volle Batterien vorhanden, kann ich zum Wechseln fahren. Und ganz spannend ist, man kann, wenn man jetzt sagt, ich möchte mit der Familie in den Urlaub und ich brauche mehr Reichweite, kann man eine 100 Kilowattstunden Batterie vorbestellen. Die wird dann in der Station deponiert. Man kommt, tauscht die Batterie, für den Urlaub nimmt man die größere, fährt 2 Wochen in Urlaub und zahlt dafür natürlich einen höheren Mietpreis. Und nach 2 Wochen gibt man sie zurück und wechselt wieder zu den 70 Kilowattstunden. Also eigentlich ein super spannendes Konzept. Ja, warum hat man das nicht schon früher gemacht? Es haben Leute schon früher gemacht. Es gab Better Place in Israel, die haben es versucht, sind damit gescheitert. Elon Musk hat mal ein Tesla Model S vorgeführt, wo das klappte. Und Tesla hatte in Kalifornien auch ein paar Jahre eine Wechselstation, wo man das nutzen konnte. Die ist schon wieder demontiert. Also alle Versuche in der Praxis sind gescheitert, weil es eine sehr, sehr herausfordernde Logistik ist. Man braucht dann ja für so ein System mehr Batterien, als man Autos auf der Straße hat. Und momentan sind die Batterien ja das Nadelöhr in der Elektromobilität. Das ist also ein sehr kapitalintensives Geschäft auch. Und für eine einzelne Firma, die jetzt gerade mal 2 Modelle auf dem Markt hat, ist das natürlich ein Wahnsinn, da ein eigenes Wechselsystem aufzubauen. Eigentlich würde sich sowas natürlich nur rechnen, wenn man sagt, das nutzen ganz viele Hersteller mit verschiedenen Modellen. Also bräuchte man eine standardgenormte Batteriegröße. Ja, wir erinnern uns alle, wie lange es gedauert hat, bis zum CCS-Stecker zu kommen und bis sich da alle drauf geeinigt haben. Also das sehe ich nicht wirklich, dass die chinesischen oder auch die europäischen Hersteller schaffen, sich auf eine Standardbatterie zu einigen, weil das limitiert die Ingenieure natürlich enorm in ihrer Gestaltungsfreiheit. Also damit ist natürlich eine gewisse Bauform, Bauart vorgegeben. Die Batterie ist im Elektroauto ein tragendes Element, trägt zur Stabilität bei. Und wenn man die rausnehmen kann, muss es ja irgendwie einen Rahmen geben, der immer noch für eine gewisse Stabilität sorgt. Die muss zwar beim Wechseln, muss das Auto nicht fahren, aber es muss natürlich das Gewicht der beiden Motoren und der Aufbauten tragen. Also das ist in der Konstruktion her noch ein bisschen was anderes. Vermutlich werden die Autos dann sogar schwerer. Also dieser Wagen hier wiegt 2345 Kilogramm. Von daher ist dieses Wechselsystem eine echte Herausforderung und ich bin gespannt, wie sich das in China entwickelt. Der chinesische Staat hat sich jetzt entschieden, das zu fördern. Also es werden die Wechselstationen gefördert. Aber auch NIO hat den Vorteil, dass es in China einen Umweltbonus gibt, der genau wie bei uns bei einem Kaufpreis gedeckelt ist. Und dieser Deckel liegt bei 300.000 Yuan. Und der wird für Autos mit Wechselbatterie aufgehoben. Die NIO-Modelle kosten alle über 300.000 Yuan und sie werden trotzdem gefördert. Ja, kommen wir mal zum Preis. Also es gibt 3 NIO ES6 Varianten, ein Sporty, ein Performance und eine Signature-Variante. Ich habe hier die Performance-Variante.
Und der Einstiegspreis für den Sport, den liegt bei 358.000 Yuan. Das sind umgerechnet aktuell 44.000 Euro. So, und dann gibt es den chinesischen Umweltbonus, das sind 1.800 Euro. Ist man bei 42.200 Euro grob. So, und dann sagt NIO, na klar, wenn ihr die Batterie nicht kauft, wird es natürlich günstiger. Dann lassen wir sozusagen mal grob 20% vom Kaufpreis nach, das sind 8.500 Euro. So, dass der Wagen ungefähr 33.700 Euro umgerechnet kostet. Das ist natürlich schon mal deutlich attraktiver für Käufer. Jetzt werden einige Kritiker sagen, was, nur 20%, die Batterie macht doch viel mehr aus. Ja, das stimmt, wenn man mal schaut, welchen Anteil die Batterie am Kaufpreis hat, dann findet man Statistiken, die besagen, dass das ungefähr bei 38% des Kaufpreises liegt. Also NIO gibt den Vorteil da nicht ganz an die Käufer weiter. Aber es macht natürlich den Einstieg in die Elektromobilität attraktiver, wenn so ein Auto optisch dann erstmal günstiger ist und man die Batterie mietet und man da ja auch keine Sorge hat. Also wenn die Batterie im Laufe der Jahre so ein bisschen an Speicherkapazität verliert, ist einem das einmal egal, weil man den Wagen ja nicht mit Batterie weiterverkauft, sondern ohne und der Preis halt nicht an der Batterie hängt. Der Wagen hier hat, wie gesagt, 70 Kilowattstunden. Der soll dann eine Reichweite von 430 Kilometer haben. Das ist ein NEFZ-Wert und das ist natürlich, hat mit der Realität nicht so viel zu tun. Das wissen wir alle. Bei mir war es so, dass bei einer Autobahnfahrt er bei den Kilometern so den Faktor 1,6 hatte. Also das heißt, er hat 1,6 mal mehr Kilometer hier von meiner Reichweitenanzeige abgezogen, runtergenommen, als ich tatsächlich gefahren bin. Auf der Landstraße waren es so, da war der Faktor so bei 1,2. Also wenn ich vom Faktor 1,6 ausgehe, wäre die Reichweite so ungefähr bei 270 Kilometern und einem Verbrauch von rund 26 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Beim Faktor 1,2 wären es ungefähr 360 Kilometer Reichweite und ein Verbrauch von ungefähr 19,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und das scheint ziemlich gut hinzukommen, denn die Anzeige hier hat mir gezeigt im Durchschnitt 19,6 Kilowattstunden. Und das ist für ein Auto dieser Größe und Gewicht schon ziemlich gut. Und das ist aber dann aber auch so ziemlich das Einzige, was ich hier lesen konnte, weil das ganze Menü ist natürlich noch chinesische Schriftzeichen, die ich nicht lesen kann. Ich sehe nur mein Tempo, ich sehe meine Reichweite, ich sehe Ladegeschwindigkeit, also Zahlen kann ich erkennen, alles andere ist so ein bisschen Rätselraten. Das ist natürlich schade, weil hier drin ist ein digitaler Assistent, Nomi, die sitzt hier in meinem Armaturenbrett, eine kleine Kugel, die blinzelt mich immer mal an, lächelt mir freundlich zu, wenn ich Musik anhabe, spielt sie ein Instrument, aber ich kann sie leider nicht nutzen, um ihr zu sagen, dass sie die Klimaanlage anmachen soll oder das Schiebedach auf oder das Fenster runter oder einen Sender einstellen, was man halt so mit dem digitalen Assistenten im Auto macht. Ja, kommen wir mal zu den technischen Werten. Also es ist natürlich ein allradangetriebener SUV. Vorne arbeitet ein Motor mit 160 Kilowatt, hinten einer mit 240 Kilowatt, macht 400 Kilowatt Leistung. Oder für die PS-Freunde 545. So, und das gibt ein Drehmoment von 725 Newtonmeter. Also das ist schon ganz sportlich. Bei 200 km/h ist der Wagen abgeregelt. Also schneller geht's nicht. Geladen wird hier, weil es keine Wechselstationen gibt, ganz normal. Man kann auch in China ganz normal laden. Also das heißt, links ist ein Wechselstromanschluss Typ 2, der bis 7 kW geht. Es gibt halt nicht in jedem Land dreiphasigen Strom, darum nur 7 kW. Rechts ist ein Schnellladeanschluss GBT-Standard, wie in China üblich ist. Und netterweise haben mir die NIO-Ingenieure einen Adapter gebastelt. Riesenvorteil, im vergangenen Jahr konnte ich nur mit Wechselstrom laden. Das hat die Reise ein bisschen mühsam gemacht. Dieses Jahr konnte ich diesen Adapter nutzen mit einem GBT-Stecker rein und dann an eine CCS-Ladesäule. Und der Wagen lädt bis 100 kW, schon mal ein ordentlicher Wert. Und ich habe es bei Ionity probiert und trotz Adapter, der natürlich ein bisschen schluckt, bin ich so bei 84, 85 kW gelandet. Das war schon sehr, sehr vorteilhaft. Aber ich wollte natürlich auch den Wechselstromanschluss ausprobieren und ich wollte sicher gehen, dass ich hier durch Bayern wirklich emissionsfrei fahre und bin zu einem Wasserkraftwerk gefahren.
ich stehe jetzt mit dem NIO ES6 am Walchensee-Kraftwerk und mache einen Ladestopp, weil Elektroautos sind natürlich nur nachhaltig, wenn man sie auch mit Ökostrom, also mit erneuerbaren Energien lädt. Und hier weiß ich genau, das ist Strom aus Wasserkraft und wollte euch auch mal dieses Wasserkraftwerk zeigen. Das ist nämlich ein ganz spannendes Konzept. Also ich stehe jetzt auf Höhe des Kochelsees und 200 Meter über mir ist der Walchensee. Und man nutzt diese Höhendifferenz, um das Wasser in ganz dicken Rohren den Berg runterschießen zu lassen. Und hier unten steht ein Maschinenhaus mit Turbinen. Da geht das Wasser rein, treibt die Turbinen an, die rotieren. Und aus dieser Bewegungsenergie wird elektrische Energie erzeugt und ins Stromnetz eingespeist. Ja, und hier ist eine Ladestation, also eine bessere Wallbox, an der man kostenlos Elektroautos laden kann. Ich hatte gehofft, der NIO ES6 wird die 7 kW maximale Leistung bei Wechselstrom nehmen, aber mit dem Juice Booster hat er sich leider nur auf 3,2 kW geeinigt. Also muss ich hier doch einen etwas längeren Stopp machen. Der Wagen hat die Level 2 Assistenten, also er hat einen Spurhalter, er hat einen Abstandstempomaten. Und den kann ich jetzt auch schon hier in Europa aktivieren. Der funktioniert auch schon ziemlich gut sogar. Bis 130 km/h unterstützt er einen beim Fahren. Und was ich ganz erstaunlich fand, er schafft sogar einen Spurwechsel. Also ich setze den Blinker und wenn die Sensoren sagen, ja, linke Spur oder rechte Spur ist frei, zieht der Wagen automatisch rüber. Ich sehe hier im Display den grün angezeigten Weg, den er gleich nehmen wird. Zieht der Wagen rüber, ich höre auf zu blinken, er ist in der linken Spur, fertig. Also das ist schon ganz erstaunlich dafür, dass sich der Wagen ja eigentlich hier noch nicht zurechtfinden kann, sollte. Er ist ja nicht für den europäischen Markt gedacht. Also ich kann zum Beispiel noch das Navi nicht nutzen, weil es keine Kartendaten gibt. Das ist ja hier das Baidu-System, was genutzt wird. NIO produziert in Hefei, das ist die Hauptstadt der Provinz Anhui. Und zwar haben sie entschieden, ihre Investorengelder nicht in eine Fabrik zu stecken, sondern jemanden zu beauftragen, nämlich JAC, chinesischer Autohersteller. Und dort werden die Fahrzeuge gebaut. Bisher sind rund 50.000 NIOs vom Band gelaufen. Und das ist eine chinesische Vorschrift. Wenn der Wagen nicht selber hergestellt wird, muss man hinten anzeigen, am Heck anzeigen, wer es baut. Und darum steht in rechts in chinesischen Schriftzeichen JAC und links steht nochmal in chinesischen Schriftzeichen NIO ES6. Und NIO hat auch eine Bedeutung. Die Übersetzung ist, der blaue Himmel kommt. Und das ist, spielt darauf an, dass es natürlich häufig in den chinesischen Ballungsräumen Smog gibt. Und wenn ganz viele Elektroautos unterwegs sind, tragen die nicht zum Smog bei. Im Gegenteil, also es soll bessere Luft in den Städten geben. Das ist so ein bisschen die Idee. Und von der Vermarktung her, NIO kämpft natürlich um die Aufmerksamkeit mit einem Dutzend anderer neuer Automarken. Viele davon kennen wir gar nicht. Wir haben vielleicht schon mal gehört von Weltmeister, von iWays oder natürlich Byton. So, und die buhlen alle um die Gunst der chinesischen Autokäufer und NIO macht das so. Es gibt die NIO Houses, so eine Art Clubgedanke. Also da treffen sich die Besitzer auch und kriegen Vorträge angeboten. Man kann gemeinsam kochen, sich austauschen mit anderen. Das ist so ein bisschen so dieser britische Clubgedanke um die Marke. Und es gibt NIO Spaces, das sind kleinere Shops, wo Leute so sich den Wagen mal angucken können, Probefahrten machen können, sich mal reinsetzen können. Und ganz spannend ist, der Gründer William Lee ist auch in Shopping-TV gegangen, wobei es nicht wirklich TV ist, es ist eine Online-Plattform Taobao, wahrscheinlich spreche ich das vollkommen falsch aus, also ein chinesisches Amazon, und die machen Verkaufsveranstaltungen mit Videostreams. Und William Lee hat dann ein Fahrzeug dort präsentiert, zusammen mit einem Moderator. Und was ich daran so spannend finde, ist, in der Spitze schauen da dann 20 Millionen Zuschauer zu. Also das ist schon ganz ordentlich und hilft so einer Marke natürlich enorm auf den Sprung. Vom Fahrgefühl und Fahreigenschaften her. Also der Wagen ist relativ hart abgestimmt, ist eine relativ harte Federung, auch straffe Lenkung. In den bayerischen Bergen fand ich das aber in den Kurven sehr angenehm. Also der Aufbau wackelt jetzt nicht stark. Er nimmt die Kurven da sehr, sehr gut. Und für den Fahrer wird alles getan, was an Bequemlichkeit denkbar ist. Also ich habe hier vorne zwei Massagesitze. Ich kann die Sitze heizen, ich kann sie aber auch mit kühler Luft kühlen. Der rechte Sitz, also der Beifahrersitz, lässt sich komplett flach machen. Es gibt für die Füße noch eine Ablage, die sich ausklappen lässt. Dann fährt eine Wadenstütze hoch und die Lehne geht zurück. Also wenn der Beifahrer ein Nickerchen machen will, gar kein Problem.
großes Glaspanoramadach, das sich öffnen lässt, sorgt, wenn es offen ist, also wenn die Sonnenblende nicht zu ist, für eine sehr angenehme Stimmung, Lichtstimmung bei Tageslicht, finde ich großartig. Und hier drin, das ist alles extrem hochwertig. Ich habe hier eine Lederausstattung, die Nähte sind alle perfekt gesetzt, das sieht alles sehr schön, also so von wegen so China-Plastik und billig, überhaupt nicht. Also das ist wirklich ein Auto der Oberklasse, sehr, sehr angenehm zu fahren, sehr komfortabel und mit den Bedienelementen sehr aufgeräumt. Ich habe hier einfach nur eine Wippe, ich setze mich rein, der Wagen ist sofort an. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss bei der Wippe mich entscheiden, Rückwärtsgang oder Vorwärtsgang. Beim Rückwärtsgang gehen die Kameras an und aus den Kamerabildern errechnet er eine Vogelperspektive, einen Blick von oben aufs Auto. Und ich kann bequem dieses große Auto ausparken. Also der Wagen ist 4,85 Meter lang, hat einen Radstand von 2,90 Meter. Er ist 1,97 Meter breit, aber da sind die Außenspiegel noch nicht bei. Ich habe mal nachgemessen, dann bin ich 2,27 Meter breit. Das ist schon ordentlich. Ich hatte irgendwann auf der Autobahn die Situation, dass ich in der Baustelle auf der linken Spur fahren wollte, an einem LKW vorbei. Das habe ich dann wieder abgebrochen und sein lassen. Er ist 1,73 hoch und Kofferraum, ja, ich blende die Werte für den Kofferraum mal ein und zeige euch mal, was da so geht. Sehr angenehm ist eine glatte, ebene Ladekante, also man muss nichts rüberheben über eine Kante. Man hat unter dem Boden noch Platz für Ladekabel. Sehr praktisch ist, man kann, wenn man am geöffneten Kofferraum steht, links und rechts einen kleinen Hebel ziehen und dann fällt die geteilte Sitzrückbank um und man hat einen großen, flachen Laderaum und die Sitze gehen auch wirklich sehr weit runter, dass man fast eine ebene Fläche hat und kann dann ordentlich was hier in diesen Wagen reinkriegen. Stauraum ist ausreichend vorhanden. Ich habe hier unter meiner Mittelkonsole nochmal eine große Ablagefläche, darunter ist auch nochmal ein Zigarettenanzünder. Hier oben, wo mein Smartphone jetzt liegt, das ist eine induktive Ladematte, das ist der Key-Standard. Sobald ich mein Handy hier reinlege, lädt es. Und ich habe zwei Getränkehalter und unter meiner Armablage hier ist auch nochmal ein Staufach. Die Mitfahrer hinten haben eine eigene Lüftung und darunter sind auch nochmal zwei USB-Anschlüsse, sodass sie auch ihre Geräte anschließen und laden können. Beim Fahren habe ich die Wahl zwischen vier Fahrmodi. Ich habe Normal, ich habe Eco, Sport und Persönlich. Und da kann ich mir dann so das zusammenstellen, wie ich es möchte. Also bei Sport ist er natürlich am schnellsten in Sachen Beschleunigung, in 4,7 Sekunden von 0 auf 100. Bei Eco spüre ich, ist die Rekuperation am stärksten. Sobald ich den Fuß vom Fahrpedal nehme, verzögert er. Und ich sehe hier in meiner Anzeige, dass die Kilowattanzeige von Weiß auf Grün wechselt und ich also wieder Energie zurückgewinne. Ja, wann NIO nach Europa kommen wird, ist noch nicht ganz klar. Man munkelt Ende 2021, Anfang 2022 werden sie den Europastart wagen. Ob sie dann mit dem Batteriewechselsystem auch hierher kommen, ist noch großes Fragezeichen. Ich würde mal vermuten, für ein oder zwei Fahrzeugmodelle, mit denen man auf den Markt geht, wäre sowas extrem teuer dann einzurichten. Also da müsste man schon sich mit mehreren Herstellern zusammentun, um das anzubieten. Und momentan sieht es nicht so aus, als ob die europäischen Hersteller auf das Batteriewechselsystem setzen würden oder es ausprobieren würden. Jetzt endet hier meine NIO-Reise. Das war mein Review zum chinesischen SUV. Die Leute in München von NIO im Design Center wollen ihn doch tatsächlich zurückhaben. Es waren 5 tolle Tage in Bayern. Das hat viel Spaß gemacht. In der Stadt wäre mir eine Nummer zu groß. Da würde ich mich nicht wohlfühlen. Aber als Reisefahrzeug und über Land großartiges Fahrzeug. Da kann man sich drauf freuen, wenn NIO dann irgendwann nach Europa kommt. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, über einen konstruktiven Kommentar und natürlich über ein Abonnement meines Kanals Drehmoment. Mein Ziel ist ja, bis Jahresende 2020 die 10.000 Abonnentenmarke zu knacken und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dabei helft. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Gefährt. Tschüss.